Hallo Welt, ja, da sind wir wieder und wir sollten uns doch die F5-Taste merken. Bevor es in einen Kampf geht, sollten wir wenigstens die F5-Taste einmal drücken, sonst hat man nämlich den Salat wie jetzt. Aber aus Fehlern lernen wir vielleicht noch. Und wir machen das Beste draus. Das heißt, wir brauchen jetzt erst gar kein Zelt herzustellen. Wir gehen sofort auf die Jagd. Und jagen uns noch einen Hirsch. Ich frage mich gerade, was das für Pflanzen im Hintergrund sind, also da vorne, die jetzt verschwunden sind. So, ich denke mal, ich liege richtig. Wir haben den Hirsch aufgenommen oder haben wir ihn ausgeweidet schon? Hirschkadaver. Ja, dann legen wir den mal hier rein und wir sind schon wieder relativ leicht jetzt. Was haben wir denn sonst noch? Damit, falls wir den zweiten Hirsch auch hierher schleppen wollen, damit wir dann nicht so ganz überladen sind. 50 Pfund. Ich glaube, wir haben nichts mehr zum Ablegen. Wir haben schon. Oh, Drachenblut? Oh, das kann doch hier rein, eigentlich. Ach, das sind Zaubertränke. Die arkanen Verwendungsmöglichkeiten von Drachenblut sind im Laufe der Zeit verloren gegangen. Nur noch die schiere Macht ist offensichtlich. Na, das bringt jetzt aber auch nicht so viel, wenn wir das da ablegen. Ach, hier ist ja ein Elfenschwert, das wir die ganze Zeit mit uns herumtragen. Und hier dieses Falmer-Geisterschwert. Oh, das ist interessant. Oh, vielleicht haben wir noch ganz andere Sachen dabei, die wir nicht brauchen. Das sieht schon gut aus. 450, wir haben 50 Pfund frei, also sollten wir den Hirsch jetzt erlegen können und hierher schleppen können. Was ist eigentlich mit dem Schlammkrabbenzeug? Haben wir doch auch noch irgendwie eingesammelt. Eine Fackel für Serana gleich. Kleiner Tierknochen, na also. Da müsste aber noch mehr von der Schlammkrabbe da sein. Ja, dann vielleicht Schlammkrabbenfleisch oder Zutaten. Wie sieht's da mit Zutaten aus? Ja, hier ist doch was. Ja, das leuchtet nur. Das können wir jetzt auch mal hier wieder reinlegen. Aber wir haben ja sowieso die ganzen Zutaten da reingelegt. Und Fleisch, da ist mit Sicherheit auch nochmal Schlammkrabbenfleisch dabei oder so etwas. Getrocknetes Fett. Ach so, das können wir so essen. Ja gut, dann nehmen wir das mal mit. Hier, Schlammkrabbenbeine. Ja, das kommt hier rein. Jetzt aber. Oh Hirsch, ich weiß ganz genau, wo du bist. Du wartest doch nur auf uns und auf unsere Armbrust. Können wir hier nicht draufspringen? Der Hirsch ist weg. Vielleicht sind wir zu früh da.
Ach, das ist doch kein Steinbock, das ist doch ein Hirsch. Der wird doch hier zwischen den Felsen nicht herumkrabbeln. Ja, nee, also nee. Ach, zwei Stücke Fell brauchen wir nur noch, damit wir so ein Zwei-Rollen-Bett machen können. Dann sammeln wir uns eben die Schmetterlinge hier. Oh, da unten ist er. Für so weit schießen können? Ach, der hat noch nichts mitbekommen. Das ist gut. Wir tarnen uns als Baum. Oh nein! Er haut ab! Oh, Schmetterlinge. So viele. Woher seid ihr gekommen? Wer, ich? Ich weiß schon, was da gleich kommt. Dieses Feuerteil, aber wir suchen den Hirsch erst. Oh nein. Serana hat's mal wieder. Wenn der so weit läuft, dann müssen wir auch so weit laufen. Hat er schon geblutet? Haben wir ihn vielleicht doch getroffen? Und er hat es erst nicht gemerkt? Ach! Oh, Fuchs! Wir können gut schießen! Fuchs, komm mit! Ach! Ach, schon wieder ein Feind in der Nähe! Oh! Hirsch! Hirsch! Oh nein, du hast einen Schmetterling am Geweih. Ja, wieder sind Feinde in der Nähe. Wir müssen uns das merken, wo das jetzt war. Oh, das ist aber so weit weg. Und der Fuchs auch noch. Ob wir den. Ach so, ja, wir haben ja unsere Instinkte. Natürlich werden wir die Sachen schon wiederfinden. Aber jetzt helfen wir erstmal Serana, die da ja leicht beschäftigt ist, irgendwo. Ziemlich weit weg, was? Hey! Oh nein. Serana, das musst du mir mal verraten, wie du das gemacht hast. Hey, nicht so schnell, ja? Ich habe gesagt, nicht so schnell. Pff, wir haben abgespeichert. Ich hoffe doch, dass wir das diesmal gemacht haben. Nochmal, Serana? Moment, Moment. Wo sind wir? Wo? Oh. Hunger haben wir. Wir haben noch genug zu essen dabei. Keine Sorge. Ach, diese schönen Bäumchen. Oh nein. Können wir nicht hier rauf? Ich sehe nichts, weil wir brennen. Wir haben Flammen in den Augen.
Jetzt haut ab. Unglaublich. 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 Ja, treffen wir denn gar nichts mehr? Das hast du gut gemacht, kann ich dir nur sagen. Also ich wollte sowieso immer mal gucken, was ist das? Das haben wir schon so oft getroffen und ohne dich hätten wir das nie geschafft. Ein Daedra ist das und wir haben ein Daedra-Herz. Super. Danke, 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 danke. Fuchs und Hirsch. Ob wir sie noch finden? Oh, speichern vielleicht? Okay. Der Fuchs ist hier. Haben wir die Instinkte noch? Oh nein, haben wir nicht. Weg, weg, weg. Ach, falsch. Unsere Schreie, da brauchen wir... Nein, die Kräfte brauchen wir. Instinkte, Tier beherrschen. Nein, Instinkte, ja. Der Fuchs. Na, der wird ja nicht so schwer sein. Und der Hirsch? Da ist er. Das sind wir trotzdem zu schwer. Ich möchte nun mal erstmal aus dem Gestrüpp raus hier, damit wir ein bisschen mehr freie Sicht haben, falls da auch noch irgendetwas angreift. Aber das hier scheint mir doch kein Weg zu sein. Ich dachte erst, es wären Pflastersteine, aber das ist nur Schlamm. Schön, schön gemacht hier mit dem Schlamm. Irgendwie glänzt das viel mehr als früher, meine ich. Da vorne ist ein Frosch. Naja, aber wir suchen ja nicht den Frosch. Wir müssen darauf zu unserem Lager. Bald wird dort unser neues Lager sein. Der Frosch tut so, als ob er tot wäre. Wie ein Opossum so ähnlich vielleicht. Mir ist so, als würde ich irgendwie zwei Musiken hören hier. Und du knisterst wieder schön. Ausnehmen. Diesmal bekommen wir aber beim Ausnehmen auch was zurück. Ja, Stahlbolzen hatte der Fuchs schon mal gefressen. Ich weiß, das war unser Stahlbolzen. So, was hat er denn sonst noch an Geweiden da? Ein Fuchsherz? Das wäre ein kleines Herz. Ein Herzchen. Oder ein Herzli. Die Musik ist doppelt eindeutig, meine ich. Jetzt nicht mehr. Okay, jetzt geht es wieder. Alles gut. Ein Eckzahn von einem Fuchs. Und jetzt kommt das Wichtigste, nämlich Leder. Beziehungsweise Fuchsfell. Ja, so ein Hirsch, der bringt doch bestimmt ordentlich was wieder. Oh, wir haben was Neues gelernt. Wir sind besser geworden. Sehr schön. Ha! Und es bringt was, wir können uns noch bewegen. Oh, Moment. Genau, F5 nicht vergessen. Und dann geht's schon los zu unserem Lager. Und dann werden wir bald, wenn wir uns ausgeruht haben ein wenig, dann werden wir den Mottenpriester befreien. Das brauchen wir jetzt nicht. Entschuldigung.
Ja, wir brauchen sowieso hier das Leder und sonst noch irgendetwas. Ich glaube, das Leder ist wichtig, sonst brauchen wir gar nicht viel. Hirschkadaver. Na, jetzt haben wir aber auch die richtige Klinge dafür. Ja, nur leicht überladen sind wir. Aber jetzt können wir ein schönes Zelt herstellen. Ach so, aus dem Hirschpelz müssen wir erstmal ein Fell herstellen. Na gut, dann nehmen wir erstmal das Fuchsfell. Obwohl, das könnten wir vielleicht auch verkaufen. Och, das ist ja gar nichts wert. Die armen Jäger hier, die verdienen ja gar nichts. Sind die Felle immer so günstig gewesen? Moment, wir hatten doch genug Lederstreifen. Was brauchen wir denn jetzt hier? 16 Lederstreifen, 22 Leder? Ach so, für ein großes. Ach, hier ist das kleine. Moment, 22 Leder? Können wir das nicht auch sogar machen? Dann bauen wir gleich ein großes. Ach, wir bleiben erstmal bei dem kleinen. Das große können wir immer noch machen. Die sind auch richtig, also die Zelte sind ja richtig was wert. So 50, ja, die sind, glaube ich, sogar mehr wert als Leder, wenn man das so verkauft. Oder das Fuchs, den Fuchspelz. Und das ist auch Hirschfell, ist auch nicht so viel wert. Schau mal, Serana, wir legen erstmal weg hier. Kleine Tierknochen, okay, weg damit. Und dann haben wir doch sicherlich noch was anderes Schönes, nämlich Essen. Ups. Essen. Haha, Fuchsfleisch. So gefällt mir das. Und Zutaten, das Dedraherz, ja, Eckzahn vom Fuchs, brauchen wir auch alles nicht. Ein schönes Fuchsauge. Hirscherz und die Schmetterlingsflügel. Wir essen das ja jetzt nicht alles, oder? Nö, machen wir nicht. Wir müssten aber immer noch sowas um die 8 Pfund zu viel haben.
Na, ich weiß nicht. Irgendwie, vielleicht haben wir noch Tierfett oder so etwas. Ja, ich habe mir überlegt, ich bin doch dafür, dass wir das Zelt so rum aufbauen, also mit der Öffnung Richtung Fluss, damit wir eine schöne Aussicht haben. Ach, herrlich, dann können wir auch die Wasserschläuche gleich auffüllen. Super. So, vielleicht schön neben dem Feuer, aber nicht so nah, nicht, dass es abbrennt. Das gab es nämlich auch schon mal. Tja. Dann brauchen wir nur noch einen Klotz hier draußen, auf dem man sich schön hinsetzen kann. Und alles ist gut und wir haben ein richtig schönes Lager hier. Mit schöner Aussicht und einem Fluss. Da könnte man angeln gehen oder da springen die Forellen schon direkt aus dem Wasser. Nur die Hand braucht man hier auszustrecken. Ach, das hier ist noch so schwer. Die Tierknochen, 6 Stück. Ja. Leerer Wasserschlauch. Ach, hier sind doch Ressourcen genug in der Nähe. Ich würde den Wasserschlauch hier auffüllen. Flusswasser ist doch so viel besser als Höhlenwasser. Naja, dann könnte man sowas trinken. Das ist mir jetzt aber nicht so angenehm, dass das nicht geht. Ablegen, ja. Das sieht doch sehr gut aus. Was habe ich gerade gelesen? Wir sind müde. Dann schlafen wir uns beiden hier mal richtig aus. Das ist doch gut. Durst und Hunger haben wir. Kein Problem. Erstmal essen wir eine Kleinigkeit. Und dann sind wir noch durstiger. Nach einem Schluck sind wir schon satt. Das ist doch gut. Ja, dann suchen wir mal unseren Mottenpriester. Nachdem wir jetzt gut ausgeruht, gut gesättigt und gut getrunken haben wir auch. Also Durst haben wir auch keinen mehr. Die Talmor, die laufen auch nur die Straße rauf und runter, oder? Ahnenversteck entdeckt. Ja, da gehen wir rein, aber nicht mehr in dieser Folge. In der nächsten. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.